Servus Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Apex Legends News Update. Dieses Video ist mein erstes Video in einer derartigen Richtung und ich hoffe, ich kann euch einigermaßen über das Spiel berichten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dieser Woche. Nämlich diese Woche soll ein Showdown-Event kommen mit alten Event-Skins, die wiederkommen werden. Zum Beispiel das Void Prowler Pack oder die Pathfinder Edition. Am Ende dieses Monats ist ein Anime-Event geplant, also wie wir sehen, sehr viele Events. Und als in Anführungszeichen Krönung wird auch noch ein 160 Euro Bangalore Heirloom bzw. Prestige Skin in Apex kommen. Jedoch finde ich nicht, dass dieser die 160 Euro wert ist. Aber naja, EA und Respawn sind nicht gerade bekannt für ihre Rücksicht auf ihre Spieler-Community. Weiter geht es mit einem Thema, das sehr angefragt ist in der Apex-Community, nämlich Cross-Progression bzw. auch Cross-Save. Das letzte Update dazu ist schon sehr lange her und bis jetzt haben wir auch kein neues Update dazu bekommen. Alles, was wir zu dem jetzigen Standpunkt aus sagen können, ist, dass es dieses Jahr noch kommt. Dies ist von Respawn und EA bestätigt worden und es soll angeblich sogar noch diese Season kommen. Entweder in der Mitte dieser Season oder am Ende. Jedoch, wenn wir jetzt den Punkt betrachten, dass es letzte Season auch schon hieß, dass es entweder Mitte der Season oder am Anfang der neuen Season kommen wird, dann, naja, wird der größte Teil von der Spieler-Community EA und Respawn nicht wirkliche Glaubwürdigkeit schenken. I mean, bitte, welche Spiele haben heutzutage schon Cross-Progression? Among Us. Fall Guys. Oh mein Gott, sogar Fall Guys. Imagine, die sind so komische... Was ist das überhaupt? Was ist das? Das Game war vielleicht einen Monat im Hype und ist dann completely tot worden. Komplett gestorben, Alter. Das war auch nicht mehr existent. Und oh mein Gott, sogar Fortnite hat Cross-Progression. Und derzeit befinden sich echt sehr viele Bugs im Umlauf. Und bei jedem Versuch von EA und Respawn, diese zu fixen, werden sie entweder schlimmer oder es tauchen neue Bugs auf. Ich kann zwar verstehen, dass es schwierig ist, derartige Bugs zu fixen und das Game wird nie zu 100% richtig laufen, gerade auch weil das Spiel auf der alten Titanfall Engine basiert, aber die Entwickler könnten sich zumindest ein bisschen darum kümmern, dass das Spiel einigermaßen spielbar ist. Ich für meine Wenigkeit habe zwar nicht sehr viele Bugs, aber jedoch sind auf Xbox gerade sehr viele Bugs und die Replikator sind derzeit auch sehr verbuggt. Also es kann passieren, wenn ihr etwas craftet, dass ihr euch danach nicht mehr healen könnt und eure Abilities nicht mehr verwenden könnt. Das heißt, eure Runde ist dann komplett gelaufen. Und wenn ihr eine ziemlich gute Ranked-Runde habt und eure Runde dann dadurch im Arsch ist, dann ist es schon sehr ärgerlich. Und derzeit befinden sich auch noch 3 neue Star Wars Spiele in Entwicklung. Und deswegen denke ich auch, dass das Team von Respawn und EA sehr aufgesplittet sein wird und ihre gesamte Zeit nicht in Apex reinstecken werden und auch nicht reinstecken können. Das waren gerade so die neuesten Updates zu Apex Legends. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung und ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Somit bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.